Ich habe beschlossen, mal ein Video über ADHS zu machen, weil ich ja diverse Reels immer reposte und so weiter und so fort, weil ich mich in denen so krass gesehen fühle und weil ich gleichzeitig merke, wie anfällig ihr dafür seid. Ich kriege so viele E-Mails und zwar so coole E-Mails von Leuten, die sagen, what? Das hatte ich nicht auf dem Schirm, dass das ein Ding ist für Erwachsene. Ich glaube, ich bin so. Das erklärt das und das. Das erklärt das Verhalten meines Partners und warum wir uns immer streiten. Und jetzt kann ich das viel besser verstehen. Fakt ist, es macht augenscheinlich super viel Gutes mit euch und gleichzeitig neigt ihr dazu, mich dann als eure ADS-Diagnosetante zu benutzen, was Sinn macht, weil ich es euch erzählt habe. Aber ich kann das nicht. Es ist nicht mein Job. Ich kann das nicht sehen. Ich sehe euch aus Entfernung nicht. Ich will nur offen machen für das Thema, weil das für mich wirklich ein kleiner Life-Changer ist. Also in diesem Video werde ich euch ein paar krasse Symptome bei mir vor allem vom ADS nennen, auch Symptome, die ich erst nach der Diagnose gemerkt habe, dass das gar keine Charaktereigenschaften sind von mir, sondern ADS. Und aber auch, was viel zu selten gemacht wird, was ich auch zu selten mache, all die coolen Sachen an ADS. Und ich werde euch am Ende des Videos nochmal eine Internetseite nennen, wo ihr euch sehr gut informieren könnt und werde vielleicht noch ein, zwei Sachen empfehlen können, wie man das angeht, denn ich kriege immer die gleichen Fragen. Also, was ist ADS? Wie immer erkläre ich Sachen sehr runtergebrochen und nicht sehr medizinisch, aber so, wie sie mich befriedigt haben, das zu verstehen. Also, um erstmal klar zu machen, ADS oder ADHS ist keine Kinderkrankheit, denn es macht auch gar keinen Sinn, wer das als Kind hat, warum sollte das mit 18 vorbei sein? Es ist aber, sagen Experten zumindest, sehr, sehr, sehr wichtig oder ein dringendes Diagnosekriterium, dass man das als Kind gehabt hat. Man entwickelt das wohl nicht als Erwachsener einfach so, wobei nur ganz kleiner Ausweg, auch ein Trauma in der Kindheit oder generell bekloppte Erziehung und eine ungünstige Kindheit sorgen wiederum dafür, beziehungsweise können ADS fördern und so. Eine wichtige Sache, die ich auch noch wichtig finde zu sagen, ist, dass erwachsene ADHSler, undiagnostizierte erwachsene ADHSler sehr, sehr oft dazu neigen, Depressionen zu kriegen und Angststörungen und Süchte. Das sind zwei bis drei Sachen, die ich mit mir rumschleppe und von denen ich dachte, ja, aber das ist halt, das bin halt ich. Ich habe halt eine Depression aus Gründen, die ich nicht kenne und ja, manchmal habe ich weirde Ängste. Ich bin halt weird und ja, vielleicht nehme ich von der einen oder anderen, vielleicht rauche ich zu viel, vielleicht whatever. Fakt ist aber, und das ist erstmal ganz wichtig zu wissen, ich versuche es so kurz wie möglich zu halten, ADS ist tatsächlich eine Hirnstoffwechselstörung. Das bedeutet, dass ADHSler zu wenig Dopamin und Noradrenalin im Kopf haben. Das wiederum sorgt aber dafür, dass man motiviert ist und dass man sich fokussieren kann und dass man nachdenken und sortieren kann. In normalen Gehirnen oder neurotypischen Gehirnen ist das da und ist auch abrufbar und man kann das benutzen oder nicht. Und ADHSler haben davon einfach bedeutend zu wenig, sodass sie tatsächlich körperlich bestimmte Sachen einfach nicht können. Daraus ergibt sich eine sogenannte ADHS-Paralyse. Das ist im Deutschen, glaube ich, gar nicht so ein Ding, aber die Amerikaner, die sich damit schon so viel länger auseinandersetzen, wissen das und das kenne ich echt krass stark. Also auch von vor der Diagnose, dass man rumliegt und denkt, ich muss das und das und das noch machen und gleichzeitig will ich aber, das sind oft sehr unterschiedliche Sachen, das und das noch machen. Und dann liegt man da und guckt sich selber zu, wie man den Arsch nicht hochkriegt. Und das baut so viel Druck und Überforderung auf, dass es tatsächlich nicht mehr möglich ist, aufzustehen. Also klar, wenn es jetzt brennen würde, könnte ich vermutlich aufstehen. Aber der ganze Körper sieht von außen paralysiert und aus und innen drin ist einfach der Teufel los. Das ist zum Beispiel ein krasses ADHS-Symptom. Und natürlich die Klassiker. Man kann sich nicht konzentrieren, man fängt Sachen an, aber bringt sie nicht zu Ende. Man ist immer auf der Suche nach irgendwas, was mehr Spaß macht und weniger Druck hat. Da gibt es wahnsinnig viele typische Symptome, von denen man immer denkt, ja, ich bin halt faul oder ich bin halt nicht so konzentriert. Das ist aber gar nicht der Normalfall. Normale Menschen können sich schon unter bestimmten oder normalen Bedingungen zusammenreißen und mit der Erwartung auf eine Strafe oder eine Belohnung danach Sachen machen. Und ADHSler können einfach nicht, weil im Gehirn dazu die Stoffe fehlen, das vernünftig umzusetzen. Es ist also tatsächlich eine Krankheit im Sinne von einer Hirnstoffwechselstörung. Es gibt sehr komplizierte Diagnoseverfahren oder nicht sehr kompliziert, sondern sehr, sehr detailliert, das aus Tausenden von Fragebögen besteht. Und so kann man sich im Grunde testen lassen, wo man das macht, kann ich euch später noch erzählen. Ich will euch nur sagen, warum das für mich so life-changing war, weil ich mein ganzes Leben lang, und das ist natürlich sehr intim,
Aber immer, ah, guck, spielen mit dem Stift, ne? Bam. Immer das Gefühl habe und auch als Kind schon häufiger mal gehört bekommen habe, dass ich faul wäre und dass ich unter meinen Möglichkeiten zurückbleibe und dass ich doch eigentlich so viel mehr könne angesichts meines Gehirns. Und ja, augenscheinlich bin ich schlau, ich kenne ja nur mein Gehirn und weiß das nicht, aber das ist, was ich immer wieder gesagt bekomme von Leuten, dass ich super schlau und schnell und empathisch sei, aber ich kriege Sachen einfach nicht hin. Eine Lesereise überfordert mich wahnsinnig. Ich habe mich von meinem Management getrennt, beziehungsweise die sich von mir, weil ich denen zu anstrengend war. Aber weil die mir eine Lesereise gebaut haben, die zu viel war für mich, die ich einfach nicht gedreht bekommen habe. Und daraus folgt dann einfach eine Impulsivität von Gefühlen, die ADHSler oft haben. Das ist immer all or nothing. Entweder ja oder nein, nein, nein. Es gibt keinen dazwischen. Man ist wahnsinnig schnell überfordert, weil ADHSler eben auch bedeutend mehr mitkriegen von der Umgebung. Alles, was da draußen am Fenster passiert, was der Hund macht und was da Christoph macht, während ich mit euch spreche, kriege ich das mit. Während ich mit euch spreche, denke ich darüber nach. So ein ADS-Kopf ist immer voll, weil wir das nicht sortieren können. Wir wissen sogar in der Theorie, was davon wichtig ist und was nicht wichtig ist. Aber wir können nicht. Wir sehen alles gleichzeitig und gleich laut. So ist man also permanent überfordert. Permanent erschöpft, das ist eins meiner größten Probleme, dass ich nach einer Sache am Tag, die ich mache, die 2 Stunden dauert, egal was es ist, Hundetraining, Podcast, will ich liegen und zwar schlafen und ausruhen und dann gleichzeitig schäme ich mich aber wahnsinnig, weil ich denke, ich habe doch gar nichts gemacht. Warum bin ich also so erschöpft? Und das ist ein ganz großes Ding, was gerade Frauen, die ADS haben, ganz oft spüren, nämlich Scham. Das Gefühl, einfach nicht gut zu sein. Selbst ich mit Geld auf dem Konto und mal Promi gewesen, habe mein ganzes Leben lang bis heute gedacht, boah, ich komme mit der Scheiße echt nur durch, weil ich irgendwie nett und lustig bin oder so. Ich weiß, ich kriege Sachen nicht auf die Reihe, ich bin nicht gut mit Freunden, mir ist das oft zu viel. Nach einer Stunde Freunde sehen muss ich nach Hause, weil ADHSler sind auch super empathisch. Und das klingt erstmal ganz toll, aber es bedeutet auch, dass du jedes Gefühl deines Gegenübers fühlst und versuchst, gegenzuarbeiten, damit der andere sich wohlfühlt. Also ein Kaffee trinken mit Leuten ist für mich irre viel, weil ich die ganze Zeit gucke, wie geht's dem? Kann ich das schöner machen? Ich spiegel die Persönlichkeit, ich versuche mich anzupassen, ich will bloß nicht auffallen. Und das ist eben so ein Ding. Seit Jahren oder schon immer denken ADSler, dass sie scheiße sind, dass sie faul sind, dass sie den Arsch noch nicht hochkriegen, dass andere Leute besser sind, dass wir selber nicht besonders viel drauf haben. Und daraus wird man natürlich auch depressiv oder gar ängstlich aufgrund der vielen Eindrücke. Das sind jetzt so ein paar Key-Symptome, die mir jetzt ad hoc auffallen. Natürlich wollte ich mir eine Liste machen, aber ich bin nicht gut in Listen, weil mir das keinen Spaß macht. Wir ADSler wollen sofort Sachen machen, die Spaß machen, sonst kriegen wir es nicht hin. Und mir macht ein Video machen mehr Spaß als eine Liste machen. Klassiker noch. Ich sitze hier und ich schreibe mit diesem Stift irgendwas auf und dann lege ich ihn hin und 5 Minuten später will ich den Stift suchen und der ist nicht mehr da. Wir verlegen dauernd Sachen auf allerkleinstem Raum. Ihr glaubt nicht, wie oft ich in meinem Bett oder auf dem Sofa Feuerzeuge, Stifte, Kram, den man gerade hatte, wenn ich sticke oder so. Das ist so beschissen. Wenn ich sticke, verliere ich jedes Mal die Nadel. Ihr wisst gar nicht, wie ungünstig es ist, Nadeln im Sofa zu verlieren. Weil mein Gehirn sich das nicht merkt. Mein Gehirn denkt, ich brauche die jetzt nicht, das muss weg, wo ist eine neue Farbe und dann ist es weg. Ich bin also permanent am irgendetwas suchen, fühle mich also dadurch, naja, im Grunde ein bisschen minderwertig und verpeilt und faul und doof und andere Leute kriegen es auch hin. Das, ne, ich gehe manchmal in die Küche, weil ich irgendwas holen will und wenn ich in der Küche bin, weiß ich nicht mehr, was ich holen wollte. Und dann gehe ich wieder zurück und dann fällt es mir wieder ein und dann gehe ich wieder in die Küche, denke aber darüber nach, wie lustig das war, dass ich es eben nicht mehr wusste, so dass ich es in der Küche wieder vergessen habe. Ich kann nicht gut Sachen gleichzeitig machen und so weiter und so fort. Ergänzt gerne die Liste. Was ich aber eigentlich sagen will, ist, und das ist etwas, was mir besonders schwer fällt, weil ich so nicht erzogen wurde und mein Weltbild über mich selber relativ schlecht ist, ist, dass man als ADSler aber auch wirklich Superkräfte hat. Man kann ganz viele Sachen ganz gut und das kann ich immer sehr schlecht über mich sagen. Ich kann nicht gut sagen, wenn Leute sagen, warum sollten Leute dein Buch kaufen, dann schäme ich mich zu sagen, weil es gut geschrieben ist, weil ich nicht weiß, ob es gut geschrieben ist oder ob ich das nur finde. Also traue ich mich jetzt mal, alle guten Sachen an mir zu sagen, die ziemlich sicher mit ADS zu tun haben. Erstens, ich bin empathisch as fuck. Das ist was Schönes. Wenn ihr mich trefft, dann wird sich meine Stimmung an eure Stimmung anpassen. Ich werde innerhalb von Sekunden sehen, wie ihr drauf seht, was ihr braucht, was ihr vielleicht nicht braucht, wie ich euch ansprechen muss, was ich besser lasse, wie weit ich gehen kann, wie weit ich nicht gehen kann. Ich werde dafür sorgen, dass wer auch immer mich da trifft, dass wir eine okaye Zeit haben, weil mir das wichtig ist.
Ich kann spüren, wie es Leuten geht. Ich kann nur an Blicken sehen, wie es Leuten geht. Das ist was Tolles. Eigentlich sind empathische Leute toll. Mir ist es ein bisschen viel, weil ich gerne auch mal mit mir beschäftigt wäre, wenn ich jemanden sehe und nicht immer nur mit Abscannen des Raumes. Aber das ist eine coole Sache. Außerdem sind ADHSler wahnsinnig begeisterungsfähig, wie ihr vielleicht an mir seht. Und das ist auch toll. Das ist so eine gewisse Spontanität. Wenn bei uns einmal im Kopf eine Idee ist, dann wird das zum sogenannten Hyperfokus und das ist eine ganz tolle Sache. Das bedeutet nämlich, klar, ich habe keine Ahnung von Steuern und von Politik, aber wenn ich erstmal wissen will, wie man einen Rasen perfekt düngt, dann bin ich die nächste halbe Stunde im Internet und werde innerhalb dieser halben Stunde alles über Rasenpflege wissen. Alles. Fragt mich über Rasenpflege. Für alle Sachen, für die wir ADHSler uns wirklich interessieren, steigen wir in eine super schnelle, hochkonzentrierte Hyperfokus-Tunnelblick-Geschichte. Das nervt und das ist anstrengend für den Körper, aber das kann halt auch nicht jeder. Und nicht im Umkehrschluss, sondern zusätzlich sind ADHSler eben auch vielseitig interessiert, weil wir permanent auf der Suche nach Dopamin sind, nach irgendetwas, was unser Gehirn kitzelt und kickt und antreibt. Und das hat zur Folge, da habe ich gestern erst zum ersten Mal nachgedacht, deswegen kann ich so viel. Ich denke immer, das ist ganz normal, aber ich zähle mal auf. Ich habe vor 10 oder 15 Jahren einfach angefangen zu stricken, weil ich dachte, hör, das kann doch nicht so schwer sein. Boom, stricken gelernt. Alles, was geht, gestrickt. Was für den Hund, Pullover, Mützen, Schals, alles. Dann sind wir damit durch, dann interessiert es uns nicht mehr. Nächstes, ich habe, das wisst ihr, angefangen, Ukulele zu spielen, ganz alleine. Ich habe beschlossen, ich will das, ich habe mir eine gekauft, ich habe mich ins Internet gesetzt und habe auf allen Wegen, Ebenen rausgefunden, wie das funktioniert, habe selber viel gemacht. Jetzt kann ich sogar komplizierte Songs auf der Ukulele spielen. Super krasse Geschichte. Ich kann nähen, nicht nur mit der Hand, nicht nur mit einer Nähmaschine, sondern auch mit einer Overlock-Maschine. Ich habe mir selber beigebracht zu nähen, Sachen zu ändern. Ich kann Schnittmuster erstellen. Ich kann mir selber Kleider, T-Shirts, Pullover nähen. Ich habe sogar mal eine gesamte Jeans genäht mit Nieten und orangenen Nähten und so weiter und so fort. Ich habe irgendwann angefangen, Makramee zu machen. Also habe ich Traumfänger und den ganzen Schüssel, die man damit gemacht hat, gemacht. Das hat mich schnell gelangweilt, weil ich nicht sehr attraktiv finde. Dann habe ich mir noch eine gesamte Hängematte und einen Vorhang gemakramiert. Zack, Thema durch. Dann dachte ich, Sticken ist doch geil. Und es ist geil, denn all diese Sachen haben sehr viel mit immer wieder gleichkehrenden Mustern zu tun, die man macht, was für ADHSler oder zumindest für mich wahnsinnig befriedigend ist. Ich muss irgendetwas auf immer die gleiche Art und Weise machen und kann, damit mein Gehirn, so ein bestimmter Teil meines Gehirns, beruhigt ist und damit spielen kann und damit abgelenkt ist. Erst dann funktioniert mein Gehirn besser, wenn ich denken muss oder so. Also ich kann sticken. Ich habe angefangen mit Sachen, die man überall sticken kann. Jetzt habe ich einfach beschlossen, ich nehme ein Foto aus dem Internet und stick das ab. Boom, ein Fisch für meinen Mann. Ne, das sind alles Sachen, die kann ich wegen ADS. Nicht, weil ich so krass grundsätzlich ein interessierter Mensch bin, sondern weil mir Neues finden und beherrschen so wahnsinnigen Spaß macht, dass ich das dann will und dann habe ich dafür die Energie und das ist alles, was geil ist. Ich habe neulich einen ganz tollen Post gesehen über die Superkräfte von ADHSlern und da stand drin, und das ist genau mein Eindruck, uns will man in der Apokalypse haben. Denn im Notfall funktionieren wir sehr gut. Das allgemeine Leben überfordert uns und wir haben das Gefühl, wir gehören nicht dazu und wir sind ein bisschen schlechter als die anderen Menschen, aber wenn Kacke am Dampfen ist, dann funktionieren wir. Ich bin ein 1A Notfallkontakt. Ich bewahre dann einen klaren Kopf, weil ich das Gefühl habe, okay, there's a challenge, I'm gonna do it. Alles ist ein bisschen wie ein Videospiel im Kopf. Und hinzu kommt, durch diese ganze Hobbyhopperei, und ich habe, glaube ich, noch ein paar vergessen von denen, die ich so habe, ihr werdet sie besser wissen als meine Fans, die Hunde, noch so ein Ding. Ich hatte Hunde, ich habe die nicht verstanden, ich dachte, jetzt muss man die doch mal verstehen, habe mich eingelesen, habe das gesamte Internet gelesen, alle Hundevideos dazu gesehen, ausgewählte Bücher gelesen und sogar noch eine Hundeverhaltensberater-Ausbildung gemacht, weil ich so genau wissen wollte. Ne, das bin ich. Deswegen bin ich gut im Ideenhaben für meine Pulli-Firma, aber ich bin nicht gut darin, die Buchhaltung zu machen oder den Social-Media-Account zu pflegen. Es hat also Vor- und Nachteile. Und wegen dieser ganzen Hobbyhopperei haben wir ADHSler halt auch die Bude voller geilem Kram. Denn natürlich entdecken wir ein Hobby und denken, okay, ich will es beherrschen. Das bedeutet, dass wir also 1000 verschiedene Stickrahmen, runde, flache, 1000 verschiedene Farben und Helferlein, die unser Leben schöner machen. Jeder ADHSler hat irgendwo so einen Hobbyschrank, wo lauter Sachen drin sind, die wir gekauft haben, weil wir dachten, wir würden jetzt für den Rest unseres Lebens Makramee machen. Sprich, wenn ihr irgendwas braucht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir es haben, sehr, sehr hoch.
Ich könnte noch ewig weiter und ein Symptom von ADHSlern ist auch, dass sie zu viel und zu lang reden. Ich habe immer das Gefühl, dass ich Sachen sehr genau erklären muss, damit mein Gegenüber es versteht. Es ist also kein Bedürfnis nach Screentime, sondern auch das hier ist gerade so lang, weil ich denke, ich will, das muss detailliert sein. Also wenn es euch zu viel ist, spult einfach vor. Wenn es euch allgemein ein bisschen auf den Sack geht, das habe ich nämlich das Gefühl, immer wenn ich so ADS-Kram poste, werden es ein bisschen weniger Follower. Ich kann damit leben, aber ich habe Bock, dass die Leute das wissen. Siehst du, komplett den Faden verloren. Was könnt ihr jetzt machen? Viele Leute schreiben mir, fühlt sich so an, als hätte ich es auch. Ich kann und will das nicht für euch machen. Ich habe aber eine sehr, sehr gute, durch Zufall, weil ich natürlich selber in so ein, naja, in so ein Rabbit Hole abhaue. Heißt das so? Wenn man erstmal eine Idee hat, dann will ich alles darüber wissen. Deswegen habe ich das natürlich als ADHSler auch mit ADHS gemacht und habe eine sehr, sehr gute Internetseite gefunden. Das ist eine Praxis, die sind, glaube ich, im Süddeutschland. Es geht gar nicht darum, dass ihr euch da Termine holt, außer ihr wohnt da, sondern auf dieser Internetseite wurde das alles sehr, sehr gut beschrieben. Im Sinne von einem Text, wo einfach die ganzen Symptome aufgezählt sind, aber auch ein Selbsttest zum Ankreuzen, den man sich runterladen kann. Und sogar Hilfen im Alltag, was man machen kann und so weiter und so fort. Der Name der Praxis ist praxis-neu mit y-hinten.de. Ich ding's euch das hier vermutlich ein. Wenn ihr da hingeht, könnt ihr euch schon mal einen groben Überblick verschaffen. Macht bei mir alles check, 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 wenn ich es lese, dann ist es nicht sehr unwahrscheinlich, dass ihr das habt. Wenn ihr denkt, nee, so krass bin ich jetzt auch nicht, alles fein. Die Frage ist natürlich vollkommen zu Recht, was bringt einem eine Diagnose? Achtung, ich trinke was. Was bringt einem eine Diagnose? Und ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, in allererster Linie einfach nur fucking Erleichterung. Wirklich Erleichterung darüber, dass das, was ich schon immer über mich denke, dass irgendwas ein bisschen komisch ist und ich irgendwie anders bin als die anderen Kinder. Und ja, ich kann damit meinen Job machen und Geld verdienen. Und ich hätte diesen Job vermutlich nicht ohne ADS, aber dennoch leide ich darunter, den Arsch nicht hochzukriegen, so schnell müde zu sein, so impulsiv zu sein und ADHSler sind dafür auch sehr, sehr witzig, denn dafür brauchst Köpfchen. Ihr versteht, was ich meine. Das alleine zu wissen, dass ich einfach kein schlechter Mensch bin und beschissene Charaktereigenschaften habe, sondern dass in meinem Hirnstoffwechsel etwas nicht so funktioniert wie bei anderen, fällt mir leichter, mich selber gut zu finden. Das auf der einen Seite. Plus, es gibt dann natürlich tolle Strategien. Man kann sich ein Coaching holen von jemandem, der auf ADS spezialisiert ist. Leute, die einem sagen, was ganz gut hilft. Zum Beispiel ist ein Mini-Tipp, wenn ihr 1000 Sachen vorhabt, müssen die aus dem Kopf raus. Ihr kennt das sicher. Bei mir stapelt sich alles im Kopf, weil ich das nirgendwo ablegen kann. Also mache ich Listen. Und diese Liste sollte man, erstens macht Listen machen Spaß für viele ADSler, weil es eine sehr stupide Sache ist, Sachen aufschreiben. Gleichzeitig sind die aus dem Kopf raus. Und ein Tipp, den ich mal gehört habe, ist, dass am Anfang der Liste immer etwas sein sollte, was einem Spaß macht. Denn wenn man als ADSler braucht vor allem das, wir brauchen die Aussicht auf Spaß. Also muss die Liste anfangen mit etwas, was fetzt. Und die Energie, die darüber freigesetzt wird, nutzt man dann, um den Rest der unattraktiven Liste durchzuballern. Und davon gibt es so viel mehr Tipps noch. Also das ist ein Vorteil einer Diagnose, dass man sich gezielt damit beschäftigen kann, rausfinden kann, warum man wie ist und wie man sich selber helfen kann, anders zu sein. Ernährung hat auch ganz viel damit zu tun und Atemtechniken und so. Und der zweite Punkt ist tatsächlich, dass es zumindest die Möglichkeit auf Medikation gibt. Ne? Denn das Gehirn ist nun mal trotzdem so, wie es ist. Und man kann versuchen, das so ein bisschen sich selber einfacher zu machen, aber man kriegt halt einen Dopamin- und Noradrenalin-Mangel oder Unausgeglichenheit, kriegst du halt nicht wegtrainiert. Und dafür gibt es sehr wohl Medikamente, die genauso für Erwachsene zugelassen sind wie für Kinder und die einem einfach helfen, den Alltag ein bisschen besser zu meistern. Ich bin in der Einstellung, ich nehme welche. Witzigerweise dachte ich einen Monat lang, ich glaube nicht, dass die groß funktionieren. Ich kann mich jetzt nicht krass besser konzentrieren. Stellte aber, als ich die dann abgesetzt habe, um zu einem neuen Medikament zu gehen, fest, wow, ach nee, ich habe es nur nicht gemerkt. Das war eine so schleichende Wirkung, die im Grunde nur so Zufriedenheit gemacht hat. Ich bin natürlich immer noch ich und ich bin schnell und zu viel, aber ich unterbreche Leute weniger, wenn ich spreche. Ich bin weniger schnell wütend oder traurig zu machen. Ich habe so ein Grundgefühl von, ich glaube, ich bin okay, mein Leben ist okay. Das ist ein Grundgefühl, was ich habe, wenn ich Medikamente nehme. Ich bin nicht sehr viel schneller, glaube ich, und nicht besser. Ich bin im Gegenteil, ich bin ruhiger. Ne? Und wenn du keine ADS hast und Ritalin nimmst, dann wirst du einfach eine geile Lernmaschine. Stichwort all die Studenten, die sich das irgendwo holen. Und wenn du aber ADS hast, macht es quasi, das ist eben das Paradoxe von der Medikation, die ja eigentlich pushend wirkt,
wirkt sie bei mir beruhigend. Ich fühle mich sortierter, ich fühle mich ruhiger, ich kann mich besser leiden und ich bin nicht mehr so erschöpft. Daran habe ich es am krassesten gemerkt. Ich kann 3 Sachen hintereinander machen. Ich kann erst 3 Stunden arbeiten, danach kann ich ein 2 Stunden Date haben mit meinem Mann, danach kann ich immer noch einkaufen gehen und die Wäsche machen, ohne zu denken, ich brauche eine Pause. Also, das sind die Vorteile einer Diagnose. Man weiß, was man hat und man kann tatsächlich mit einer Diagnose dann zum Psychiater gehen. Und wenn ihr eh Antidepressiva fresst, könnt ihr die halt auch genauso gut mal testweise tauschen oder ausschleichen oder irgendwas anderes machen. Und am Ende gibt es einfach vor allem Verständnis. Man hat Verständnis für andere Menschen, die auch ein bisschen ADS-ig sind. Ich habe mehr Verständnis für mich, mein Mann hat mehr Verständnis für mich. Ich finde, es macht Sachen immer besser, zu wissen, was man hat, weil man dann konkreter gucken kann. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wahrscheinlich habe ich viel vergessen, aber das Wichtigste ist, glaube ich, das. Man hat Vorteile und es, ja. Ich erzähle Quatsch. Geht einfach auf diese Seite, informiert euch ein bisschen, googelt danach ADHS Erwachsene Diagnose. Da bin ich immer ein bisschen geflasht, wenn Leute mich fragen, was sie googeln sollen. Ich kann, das macht ja gar keinen Sinn, euch zu sagen, was ihr googeln sollt. Das funktioniert doch ganz einfach. Also gebt euren Wohnort ein, Berlin ADHS Erwachsene Diagnose, boom. Es gibt kaum Kassenärzte, die das machen. Ihr werdet das privat bezahlen müssen, außer ihr geht, also es gibt natürlich kassenärztliche Untersuchungen oder Diagnosen, aber die sind dann halt, weil es so wenig davon gibt, erst in einem Jahr oder so. Ich kriege immer Leute, die sagen, ja, ich habe jetzt in der Charité einen Termin 2024. You choose. Eine Privatdiagnose ist ein bisschen teuer, vielleicht braucht ihr sie auch nicht, aber das sind die Sachen, die ich euch mitgeben kann. Und jetzt erobert die Welt und googelt und ich werde weiterhin Reels teilen, denn das ist auch so ein Ding. Sucht da mal gezielt nach. Die Leute geben sich gerade, die Amis, so geil Mühe mit solchen Sachen und das liebe ich sehr, mit so Reels und dauernd finde ich mich wieder und fühle mich gesehen und das fetzt. Das sind 21 Minuten, wahrscheinlich kann kein ADSer sich das zu Ende angucken. Nun, wir werden sehen. Gibt mir ein geheimes Zeichen in Form eines Lineals, wenn ihr dieses Video bis zu Ende gesehen habt. Ciao.